Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Soul Silver, die Random Nuzlocke Variante. Ich habe alle auf 79 trainiert. Es hat lange gedauert, bis ich sie irgendwie ein bisschen stark gekriegt habe. Es ist ein Problemfall, weil wir hier wirklich kein außerordentlich gutes Team gegen die Top 4 haben. Es ist ein gutes Team, aber nicht gegen die Top 4. Wir haben hier Paulus mit einem Angriff von 196, er hat Steinhagel und der Rest ist eigentlich für den Arsch. Dann haben wir hier Karina mit Surfer, Blizzard, Biss und Aurora-Strahl für Siegfried, auch wenn sie eine scheiß Verteidigung hat und nicht wirklich schnell ist, was uns sehr viele Probleme bereiten wird. Trotzdem haben wir einen hohen Spezialverteidigungswert, den wir gebrauchen können. Dann haben wir hier Bobmaker mit Nahkampf, Gifthieb, Schaufler, Überwurf, Schutz vor Hitze und Kälte. Angriff von 221 ist schon nicht schlecht. Ich überfliege das gerade, ihr seht schon. Ich versuche mich jetzt bei den Top 4 ein bisschen zu beeilen, weil wir schon zu lange hier dran hängen. Runsey mit Gegenstoß, Zehnkopfstoß, Blizzard und Donner. Wir werden ihn versuchen gegen Bruno einzusetzen, auch wenn er eine Schwäche gegen Normal hat, aber es geht nicht anders. Initiative 173 ist auch nicht schlecht. So, dann haben wir hier Ocelot, unser Topmann mit Synthese, Erdbeben, Holzhammer, Knirscher. Holzhammer wird uns Schaden zufügen, wenn wir ihn einsetzen. Dafür haben wir Synthese. Erdbeben ist für den Gifttyp Koga und Knirscher für alles Mögliche. Dann haben wir hier Niklausius, das Problemkind. Er hat wirklich kaum gute Werte. Er ist ein Supporter. Ich habe ihm Hypnose-Traumfresser beigebracht. Einfach nur, damit er irgendwas reißen kann. So, das dazu. Wenn wir uns jetzt beeilen. Ich setze als allererstes mal Bobmaker ein. Ja gut, wenn es zu schnell ist, ist es auch ein bisschen blöd. Tausch, zack. So, ich gehe mal kurz hier hin und suche mal etwas Bestimmtes. War das Carbon? Initiative. Ach, ich habe schon eingesetzt mit. Aha, ich habe es doch schon eingesetzt, oder? Gut, wir können den Spezialangriff eines Pokémon erhöhen. Ja, komm, Karina. Gut, probieren wir einfach unser Bestes. Es kann nur schief laufen. Ach, Leute, ich will nicht mehr bei den Top 4 rumhängen. Das ist zu viel. So, Bronzelong. Ich habe mir gedacht, ich werde einfach Nahkampf einsetzen, weil wir haben sonst einfach gar nichts. Oh Gott. Sehr schön. Groink. Dann wechseln wir doch das Pokémon zu Ocelot. Der wird seinen Spaß haben mit Groink. Ne, Groink. Hier kriegst du einen Knirscher. Ich hasse dich, ne? Ha! Ich hab Glück! Freunde, ich hab Glück! Ich hab Glück! Rosana, ja? So, Rosana. Was möchte denn Rosana abhaben? Rosana müsste eigentlich ein Problem gegen Bobmaker haben, ne? Ja, ich muss Bobmaker einsetzen, weil sonst kommt einfach keiner in Frage. Ich weiß, sie kann Psycho-Attacken. Aber. Oh, er ist aufgewacht. Er ist aufgewacht. Das hast du davon. Kleines, dreckiges Vieh. So. Ocelot gegen Gardevoir. Zack. Das bringt dir alles einen Scheiß, dich zu verbessern. Ihr seht schon, ich gehe jetzt richtig knallhart durch. Ich werde die richtig... Oh, das tut richtig gut, den richtig aufs Maul zu geben. Xatu, was haben wir denn gegen Xatu? Karina. So, Aurora-Strahl. Ja. Dafür, dass ich eine gute Spezialverteidigung habe, hat das aber sehr weh getan. Naja, gut. Dann brauchen wir an dieser Stelle halt, ja, du hast mich besiegt, bla bla bla, ich weiß. Ihr seht schon, es geht alles jetzt ein bisschen fixer voran. Ich werde erst die Geschwindigkeit bei, wie heißt der Dödel nochmal, Siegfried wiederherstellen. Bis dahin machen wir das so. Ah, ich muss zwei einsetzen, ach Gott, ist das bitter. Zwei Top-Genesung, weg nach dem ersten. Der nächste wird ein bisschen einfacher. Wir haben da nämlich, ja, den Gifttypen. Ich meine, es ist natürlich ein bisschen sehr gefährlich, unsere Pflanze dagegen einzusetzen. Aber wir sind auch irgendwo ein bisschen Boden, also
Wird schon schief gehen. Wird schon schief gehen, Freunde. Ich glaube an das Gute. Ich glaube an das Gute in uns. Und ich glaube, es wird schief gehen. Nicht schief gehen. Das wird schon gut gehen. Ansonsten haben wir unseren Topmann verloren, der jetzt... Gut. Den die Rest eigentlich auch nicht so wirklich viel machen kann. Ach cool, der Sound ist weg. Gut. Das ist das Problem, wenn man auf Highspeed macht. Das Spiel fällt schneller aus. Deswegen habe ich auch gerade gespeichert, als wir kurz davor waren. Und deswegen gehe ich nochmal rein. So, Skunk Tank. Gucken, wie tanky du wirklich bist, wenn ich erstmal Erdbeben. Gut, spiel mir die Karten. Gar kein Problem. Omod. Was machen wir denn gegen Omod? Wollen wir mal Omod einschläfern? Einfach nur just for fun mal die Klasse einsetzen. Hahaha, du Lappen. So, Traumfresser. Oh. Oh. So. Hashtag Mitleid für Omod. Er hat's wieder nicht gerissen. Toxiquack. Da muss ich nochmal kurz nachgucken. Ich glaube aber auch, es war Boden. Toxiquack, Toxiquack, zack. Toxiquack, er ist sogar Kampf. Vierfach Psycho. Ich bleib mal drin. Okay, das war scheiße. Ich weiß, das war scheiße. Ich habe gesehen, dass er Kampf ist und ich habe nicht nachgedacht. Jetzt ist mein Psycho-Pokémon tot. Dreck. Hier, 10 Kopfstoß. Foxen, musste das sein, X-Bud? Hast du nichts Besseres auf Lager? Horrorblick, ja. Toll, hier, komm. Penner. Kann ich nicht leiden. Schluckwech. Gucken wir uns mal Schluckwech an. Schluckwech hat Bodenpsycho. Hätte von Anfang an O-Zippert einsetzen sollen, ich weiß. Aber er wäre sowieso gestorben. Egal was passiert wäre, egal wann wir ihn eingesetzt hätten, er wäre sowieso gestorben. Slimeok, ja. Ich meine, da haben wir halt nur 5. So, nächste besiegt. Wir gehen weiter. Ach stimmt, ich bin vergiftet, ne? Okay, haben wir noch irgendwie Hyperheiler-mäßig was drauf? So, jetzt kommt ein Problemfall und Runzee wird in diesem Moment sterben. Weil wir sonst nichts anderes machen können. Das war... Was für Schwächen hat er ja? Gucken wir mal auf Capoeira. Wir haben alle sowieso dieselben Schwächen. Flugpsycho, ja gut. Den einzigen, auf den wir aufpassen müssen, ist tatsächlich Lucario, weil der andere Schwächen hat. Feuer, Kampf, Boden. Ja gut, das ist gar kein Problem. Wir haben einen Kampfpokémon. Wünscht mir Glück! Scheiße, Mann. Ich hab nicht gespeichert, ne? Runzee, du darfst nicht verkacken. Sobald du verkackst, bist du tot. Verkackt. Okay. Okay, das ging schnell. Das ging äußerst schnell, Freunde. Tickly. Ich behalte ihn mal. Drecksack. Du Penner. Okay, wir müssen das Pokémon wechseln. Wir wechseln mal zu Carina. Wir setzen mal Surfer ein. Hey, du bist ein Penner. Jetzt hör auf damit. Töte dich doch nicht selber. Was ist denn los mit dir? Fiese Nummer.
Manchmal, ja gut. Wir haben eine scheiß Verteidigung, ich weiß. Okay. Ist das schön. Eigentlich können wir es gleich lassen. Guckt euch an, wir können es theoretisch gleich lassen. Unser Team, ich wusste es von Anfang an, unser Team hatte einfach nie eine Chance gegen dieses Team. Also nicht gegen dieses Team, gegen Top 4. Gegen Top, da ist einfach nichts. Komm, Ocelot. Sehr schön, danke. Wir können es noch schaffen. Es ist noch nicht zu spät. Wir werden heute eine Folge hier durchziehen, du. Okay. Das ist so bitter, ey. Das ist einfach so bitter. Oh, Mann. Gehen wir weiter. Gucken wir mal, ob wir es irgendwie schaffen werden, weiterzukommen. Ich meine, wir sind zwar 79, aber... Freunde, das Team ist ungeeignet. Das Team ist einfach ungeeignet. Ich habe jetzt auch keinen Donner mehr. Ich habe heute gar nichts mehr. Ich kann eigentlich nur noch verlieren. Ich kann es eigentlich gleich sein lassen. Will ich verarschen? Was für ein Penner. Bamsef, ja. Kryptum, ja. Kryptum. Ja, was machen wir denn da? Wir haben nichts mehr. Wir haben einfach nichts mehr. Er wird Fluch einsetzen, das wissen wir alle. Ach, hat keine Wirkung. Cool. Nein! Komm schon! Nein! Okay, komm, es ist einfach vorbei. Es ist einfach vorbei, Freunde. Wir wissen es alle. Und es lässt sich einfach nicht ändern. Ah, ich habe einen Knirscher. Okay. Gut. Habe ich nicht mehr gewusst. Aber ich bin schon mit dieser Einstellung hier reingekommen. Dass es einfach keinen Sinn hat. Ach Gott. Wir gucken, wie weit wir noch mit diesen zwei Pokémon kommen werden. Ich bin ja gespannt. Komm, na komm, scheiß drauf. Oh. YOLO! Nein! Okay, komm. Ocelot, tu einfach alles. Achso, kein Angriff mehr übrig. Ja, mach einen Holzhammer. Anscheinend kann er nichts machen, ne? Komm, machen wir so eine These. Haha, oh. Macht ja Schaden. Warum macht das Schaden? Das ist so bitter. Warum ist das so bitter? Ich kann nichts machen. Okay, Freunde. Ich weiß, das war high-wasted, was wir hier gemacht haben. Aber ich dachte mal, ein bisschen Spaß muss sein. Und mit dem Team, ich wusste, dass ich mit diesem Team nicht weit komme. Das ist leider wahr. Das ist leider wahr. Wir hatten einfach kaum Pokémon, die geeignet waren gegen das, was uns bevorsteht. Das war das einzige Problem. Ich bin weg. Cool. Hallo? Keine Ahnung.
Ich speichere einfach mal ab und hoffe das Beste. Ah. Latias. Ich habe noch keinen Namen rausgesucht, ne? Wir gucken gleich mal, wer das wird. Kampf. Was? Heute. So, wir fangen uns jetzt wieder 6 Pokémon mit neuen Namen. Mit dem unsere letzten einfach nichts drauf hatten. Aber das sieht gut aus. Latias. Latias einen Spitznamen geben? Ja. Und Latias. Carina wird erstmal entfernt. Tut mir leid, das war high-wasted, was ich hier gemacht habe. Das war mit Absicht, weil ich wusste, dass wir nicht weit kommen. So, der Neue in unserem Team wird sein... da haben wir ihn doch. Der... Kabuki. Ups, falsch geschrieben. Kabuki-Mann. So, Kabuki-Mann, herzlich willkommen zurück. Wir werden kurz abspeichern. Weil ich nicht weiß, wann das Spiel ausfällt. Na gut. Magnezone. Oh, Freunde. Jetzt wird's interessant. Jetzt wird's endlich interessant. Was ist denn, was war denn in der letzten Runde los? Okay. Die nächsten Top 4 werden wieder auf normaler Geschwindigkeit sein, weil wir jetzt endlich wieder ein gutes Team haben. Bei dir verwende ich mal ein... Ja, du siehst tauchballmäßig aus. Ich weiß, du bist ein Elektro-Pokémon, aber Tauchball passt zu dir einfach. Und dabei ist heute... Wieder mal der. Zack. Silux. Herzlich willkommen, Silux im Team. Das war Pokémon Nummer 2. Lushoking. Wir hatten schon eine Entwicklung von ihm. Tut mir leid. Hätte ich sonst gerne genommen. Kann man nehmen? Kann man nehmen? Können wir aber nur einmal einsetzen, der muss one-hitten. Ansonsten wird er eine Runde aussetzen und das, meine liebe Freunde, ist eher schlecht. Müßig! Das faulste Pokémon der Welt, es bewegt sich nur, wenn es Essbare in Reichweite verputzt. Wir geben einen Spitznamen und der wird sein... F9. Das passt. Das passt. Nugget, du bist wieder im Team. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, du wirst es reißen mit deiner Faulheit. Hast bestimmt einen starken Arm. Wir werden das sehen. Übrigens, 82 wird jetzt dran sein. Wir sprechen ja nochmal kurz sicherheitshalber. So lange entferne ich mein Nugget aus der Liste. So. 3 Pokémon haben wir. Irgendwann hatten wir leider schon. Tut mir leid, Porygon. Hätte ich gerne wieder genommen, weil du verdammt stark warst. Leon. Nee, wir hatten die Vorentwicklung, ne? Wir hatten den Ball. Tja, ich habe mich erinnert. Panzeron, die nehme ich doch gerne. Ah, sieht gut aus, ne? Dieses Mal sieht das echt gut aus. Du kriegst einen Mondball. Und das Panzer-Eron wird sein. Ah, der X. Nee, falsch. Warum müsst ihr so einen komplizierten Namen haben, Leute? Leck. Großes X, kleines X. So, alle wieder mal weiblich. Keine Ahnung warum. 4 Pokémon müssten wir jetzt haben, ne? Hatten wir schon. Tschüss. Hatten wir leider auch schon. Tschüss.
Hatten wir schon die Entwicklung von ihm? Turok offensichtlich auch schon. Ja, es wird schwer, jetzt noch Pokémon zu finden. Mirabla hatten wir auch schon. Och Mann, dich hätte ich so gerne gehabt, aber ich hatte dich schon. Es ist so traurig. Kann mal irgendwas kommen, was ich noch nicht hatte? Vielleicht mal ein legendäres? Hatte ich schon. Du bist neu. Dann geben wir dir doch mal einen Tauchball. Und somit haben wir einen Elektrowassertypen. Cool. Gefällt mir. Ist übrigens sehr gut gegen Gyarados. Das gefällt mir. Black, du verschwindest aus der Liste. Damit drücke ich erneut auf F9. Und haben wir die 58. So, Aiden, du hast es endlich mal geschafft. Du bist zu was Nützlichem geworden. Das letzte Mal hattest du ja nicht so ein Glück. So, letztes Pokémon. Venufliebis. Venufliebis, wir haben eine Pflanze. Und diese Pflanze wird sein. Zähne löschen. Nun. Der. Robin. 712. 712. Ja, Freunde, ich hoffe, ihr wart nicht so traurig, dass ich heute eine YOLO-Runde gemacht habe, aber es sah halt nicht wirklich gut aus mit diesem Team. Es war einfach nichts. Wir hatten nichts gegen Bruno, wir hatten nichts gegen Willi. Wir hatten nichts gegen Siegfried. Es ist halt einfach traurig gewesen. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Und dann werden wir die Top 4 wegnatzen, weil dieses Mal haben wir ein wirklich gutes Team erwischt. Und dann mit normaler Geschwindigkeit. Haut rein, euer Zero. Tschüss.